Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr unten schon in der Videobeschreibung gelesen habt, gibt es neue Lippenstifte von L'Oreal. Und ich habe mir gedacht, immer wenn ich Lippenstifte bekomme, mache ich eigentlich eine Swatch-Party für euch und zeige euch die Farben, damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, wie die Farben aussehen. Ich habe eine Farbe heute schon aufgetragen. Ich werde euch auch gleich sagen, welche Farbe das ist. Ansonsten stehen die Farben hier auch immer mit drin. Ich werde sie hier mit einfügen von der Farbnummer. Ich werde euch mal das Kärtchen zeigen, was oben drauf gelegen hat auf der Verpackung. Die Verpackung zeige ich euch auch gleich. Es geht nämlich heute um die neuen Lippenstifte, und zwar aus der Color Rich Satin Linie. Satin, das heißt immer cremig, pflegend, weich, so richtig smoothie auf den Lippen. Ich mag das immer ganz gerne, weil dann halt das nicht ganz so trocken ist. Die sind auch immer nicht so hochglänzend, sondern so haben so ein Semi-Finish. Ich finde das immer ganz toll. Also die Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Und ich sage euch auch mal ganz kurz was dazu zu den Inhaltsstoffen. Wartet mal, ich setze mal meine Brille auf. Und zwar geht es darum, dass die einen neuen Pflegebooster enthalten, und zwar 75% pflegende Inhaltsstoffe sind drin. Und das merkt man. Man merkt das, wenn man ihn aufträgt. Also wer jetzt immer gesagt hat, mir sind die Lippenstifte zu trocken und zu bröselig und die pflegen mir nicht genug und sie trocknen meine Lippen aus, da seid ihr hier natürlich genau richtig, weil das ist was Pflegendes. Kussecht sind sie natürlich nicht. Und die sind auch nicht so, dass ihr damit, wenn ihr trinkt zum Beispiel, habt ihr einen Abdruck am Glas. Aber das ist immer das, wo man sich entscheiden möchte, was möchte ich. Möchte ich einen haltbaren Lippenstift? Die sind meistens immer ein bisschen trockener und nicht ganz so pflegend. Und das mag ich persönlich auch immer nicht so gerne. Ich finde es schöner. Aus der Color Rich Linie zum Beispiel kaufe ich mir eigentlich immer diese Satin Linie, die pflegenden, also mit dem Pflegekern, gibt es ja auch in der Age Perfect Linie zum Beispiel, und das mag ich dann lieber. Auf alle Fälle haben die 75% pflegende Inhaltsstoffe, zum Beispiel mit Arganöl und Vitamin E. Das finde ich total gut und soll die Lippen bis zu 12 Stunden mit Feuchtigkeit versorgen. Das steht hier mit drin. Sie sind im Übrigen nochmal unterteilt von der Farbe. Das könnt ihr auch ganz gut sehen, wenn ich euch jetzt den Karton zeige. Ich zeige euch mal, wie das hier bei mir angekommen ist. So sieht das Ganze nämlich aus. Zum Beispiel rot, oder hier haben wir einen Korallton, hier haben wir einen beige Nudeton, hier haben wir einen schönen pinkigen La Rose steht da, und hier einen violetten Ton. Ich werde die jetzt für euch allesamt auftragen und immer einmal aufs Handgelenk aufswatchen. Dann könnt ihr das sehen, und ich freue mich da richtig, richtig doll drüber. Vielen, vielen Dank an L'Oreal, dass ich diese Lippenstifte natürlich wieder testen darf und dass ich sie damit euch auch zeigen kann. Ja, manchmal stehen ja auch noch die Preise drin. Genau, hier steht es unten nochmal. Es gibt also, wie gesagt, 16 zusätzliche neue Farbtöne. Also das heißt, das sind hier nicht alle diese 5 Farbtöne. Es gibt 16 zusätzliche Farbtöne ab Januar mittlerweile schon. Wir haben jetzt Februar gerade, aber ab Januar gibt es die. Und die sind für einen Preis von circa, je nachdem wo ihr einkauft, für 9,99 € zu bekommen. Und ich trage jetzt die anderen Farben auf. Bleibt also schön dran. Und ja, vielen Dank an L'Oreal für die 5 Lippenstifte, die ich hier bekommen habe. Und wir starten jetzt mit der Swatch-Party. Also schaut euch das Video an und danke schon mal fürs Zuschauen.